So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Samyang Sunday und das wird definitiv ein Zweiteiler werden. Ich habe nämlich so eine Mottowoche wieder mal erfunden, da habe ich so komische Nudelsuppen aus dem Urlaub gehabt, 3 Stück, die habe ich 3 Tage lang hintereinander, lade ich die dann hoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, damit am Samyang Sunday, Sonntag, heute auch eine Suppe kommen von Samyang. Da ich aber kein Suppenfreund bin, weiß ich jetzt schon, dass ich die wohl nochmal machen werde, eben nicht als Suppe, sondern normal. Um was geht es aber? Die habe ich aus Amerika bei eBay mir geholt, wieder mal 50 Euro bezahlt. Die Nudeln an sich waren gar nicht so teuer, aber der Versand kam halt hinzu und da waren es insgesamt dann 50 Euro für diese Samyang Bulldog Tom Yum Ramen. Guckt euch doch mal diese super schöne Verpackung an. Sieht das nicht herrlich aus? Bestimmt. Die wollen wir mal aufmachen. Wollen wie immer. Normalerweise also koche ich ja die Nudeln in Wasser, packe die mir auf den Teller und dann mache ich die Flakes und die Soße drauf und dann habe ich schöne bissfeste Nudeln mit vielfältiger Soße. Hier steht aber sowieso schon drauf, dass das eine Ramen-Soup ist. Deswegen ist die Anweisung zum Kochen auch komplett anders. Cooking Directions. Add Noodles, Sauce und Flakes in 500 Milliliter of boiling water and cook for 5 minutes. Also die Nudeln, die Flakes und die Soße sollst du schon in kochendes Wasser reinpacken, dass die Nudeln und die Soße, die scharfe Samyang Soße, vor sich hin kocht, köchelt im Topf, im Wasser. Und dann ganz am Ende sollst du nach 5 Minuten kochen das Puder hinzufügen, umrühren und servieren. Ich werde das jetzt trotzdem wieder anders machen. Also erstmal mache ich sowieso auf, beziehungsweise erstmal muss ich wieder ein Bild machen für Instagram. Fällt mir gerade ein, das habe ich nämlich gerade vergessen. Muss ich hier raus, muss mal hier hin, muss mal so tun. So, Samyang Bulldog steht ja auch drauf, dass es new ist. Trotzdem sind 5 Päckchen drin, das finde ich gut. Da kann ich eins als Suppe essen, eins als Ramen essen, normal, bissfest, eins den Shinooks geben, eins der Bianga geben und eins der Genaya geben und schon sind alle weg. Sieht auf jeden Fall wieder mal super genial aus, die Verpackung, das Päckchen. Hier ist auch noch die alte Samyang-Schrift drauf, die weiße geschnörkelte. Auf neueren Päckchen jetzt sieht die ja richtig hässlich aus, weil die einfach nur so eckig und kantig ist. Das dürften auch noch nicht so viele Leute kennen. Tom Yum, Samyang Bulldog Tom Yum. Wenn wir es jetzt aber mal aufmachen, das Hühnchen ist auch wieder drauf. Es ist eine Thai-Style Spicy and Sour Soup. Also eine saure, aber scharfe Suppe. Deswegen ist das Nudelnetz auf der Innenseite auch wieder rund. Alles, was gefühlt als wie eine Suppe zubereitet werden soll, hat ein rundes Nudelnetz. Dann haben wir hier sind Flakes drin, was bei anderen also immer Sesam und Algen sind, sind hier Flakes, die kommen auch an sich in das kochende Wasser. Hier habt ihr Samyang Bulldog Sauce, da steht aber auch Tom Yum drauf. Ist das die ganz normale scharfe Bulldog Soße? Die in Wasser rein, in 500 Milliliter Wasser rein. Das möchte ich eigentlich nicht, aber für dieses Video müssen wir es so machen. Und dann habt ihr hier noch ein Tütchen Pulver. Wenn das dann alles fertig ist, dann kommt das Pulver noch auf die Suppe drauf. Keine Ahnung. Hier ist jetzt noch ein bisschen Restnudeln drin. Ich werde jetzt erstmal mit dem Wasserkocher Wasser machen. Und dann packen wir das alles in das kochende Wasser, weil ich lasse die Nudeln immer 5 Minuten im kochenden Wasser ziehen, dass sie ein bisschen weich werden. Und da packe ich einfach Nudeln und Flakes und Soße rein und dann ist es für mich ja theoretisch schon fertig. Also es ist nicht ganz genau so wie die Anweisung, aber es sind 500 Milliliter, dass ihr dann eine Suppe habt. Erstmal Wasser kochen. So, da ist jetzt kochendes Wasser drin, deswegen muss ich mich beeilen. Nehme mal mein Töpfchen. Das Töpfchen ist jetzt wichtig, denn wir wollen in das Töpfchen jetzt unser Samyang Nudelnetz legen. Das passt. Den Topf nehme ich ja immer, wenn ich Nudeln mache. Und ich packe sowieso immer bei einer einzelnen Portion da 500 Milliliter Wasser drauf. Wenn ich 2 Samyang Packungen mit einmal mache, nehme ich natürlich 1 Liter. Nur, dass ich das dann eigentlich abgieße und die Nudeln einfach ohne Wasser nutze. Jetzt sollen wir hier dran
schon die Flakes machen. Warte mal, das war das Powder. Hier sollen jetzt schon die Flakes dran. Was ist da drin? Wir reißen es mal quer auf. Ich sehe hier lauter Grünzeug drauf. Ja. Suppengrün, da ist auch was Oranges dabei. Das sieht auf jeden Fall aus, als wäre es für ein Süppchen. Und was wir noch machen sollen, seht ihr das? Wie schön das aussieht. Wir sollen die Samyang-Soße jetzt hier schon rankippen. Brauche ich wieder die Packung. Achso, da sind ja eh noch Restnudeln drin. Ist die Hälfte wieder unter den Tisch gefallen. Das brauche ich immer, damit ich den Zipfel von der Packung dann dort gleich reinschmeiße, dass das hier nicht rumsaut. Jetzt habe ich es aber einmal ab und Samyang-Soße in den Topf kippen. Ich möchte nicht, aber ich muss es tun. Keine Sorge, ich werde es auch nochmal anders zubereiten. Das mache ich ja mit den Bacon auch immer so. Dann haue ich mir das Pulver halt auf die Nudeln und esse das so. Dann ist das immer übelst geschmacksintensiv und brutal und krebserregend und ungesund. Aber ich habe auf jeden Fall keine Suppe. Ich möchte keine Suppe. Jetzt ist hier noch ein Fleck dran. Verdammt nochmal. Wir haben jetzt nur noch das Pulver übrig. Das soll ja dann aber erst rein, wenn alles fertig ist. Jetzt sehe ich, habe nicht mal eine Gabel. Mit was will ich es denn jetzt rummachen? Ich muss mal kurz eine Gabel holen. So, Gabel ist da. Guckt euch das nochmal an. Das ist nicht schön für mich, dieser Anblick. Jetzt muss ich das hier eigentlich rummachen. Wir drehen das ganze Netz einfach mal. Ja, jetzt habt ihr natürlich eine sehr scharfe Soße, ein sehr scharfes Wasser. Das ist aber halt flüssig und deswegen haftet es ja auch nicht so toll an den Nudeln. Das ist ja das, was mich immer stört. Deswegen mochte ich auch den Stew-Type nicht. Durch das heiße Wasser werden die Nudeln natürlich noch ein bisschen weich. Das ist super. So, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Momentan ist es ja trotzdem normale Samyang-Nudeln mit der Samyang-Soße. Was jetzt noch für den besonderen Geschmack sorgt, ist das Tütchen mit dem Pulver. Wollen wir das jetzt erstmal hier ein bisschen ziehen lassen? Eigentlich könnte ich doch das Pulver jetzt auch schon reinmachen und dann ziehen lassen, aber wir wollen uns an die Anweisung halten und ich möchte ja auch nicht aus dem Topf essen. Ich habe doch extra mal so eine super geniale durchsichtige Schüssel geholt. Jetzt habe ich aber Angst, wenn ich das jetzt da reinschmeiße, dann platzt die wieder wie der Bierkrug damals und mir das ganze Bein aufgeschnitten hat. Wir lassen das jetzt hier nochmal ein bisschen weich werden. Und schauen dann gleich, wie es aussieht, wenn wir es in die Schüssel packen. Aus der Schüssel essen und in der Schüssel das Pulver noch dazugeben. So. So, jetzt habe ich es ein bisschen ziehen lassen, habe es ein bisschen rumgerührt. Ich möchte es jetzt aber trotzdem von hier in die Schüssel kippen. Damit es in der Schüssel einfach noch mal besser aussieht. Jetzt ist aber hier das ganze Gemüse drin. Jetzt machen wir das, was man nicht macht. Wir kratzen im Topf rum mit der Gabel. Im Topf rum kratzen. So, wenn das die Muttern zieht, da gibt es wieder Haue. Das schiebt man uns jetzt hier drauf. So, dann stellen wir das an den Rand. Und dann würde ich sagen, das sieht halt einfach trotzdem richtig genial aus, wenn ich das jetzt hier so habe. Das sieht schon genial aus. Aber ich mag trotzdem keine Suppe. Und jetzt kommt das Pulver dazu. Das Pulver müsste jetzt also einen sauren Geschmack haben. Es sieht auf jeden Fall orange aus. Und ja, wenn man riecht, es riecht wirklich sauer, zitronig, limettenartig, irgendwie sowas. Oder vielleicht ist da auch eine Dose Warheads reingefallen. Das packen wir jetzt oben drüber. Jetzt machen wir das Ganze nochmal rum. Oder warte, ich brauche mal so ein Foto von der Schüssel, weil die Schüssel sieht halt wirklich toll aus. Junge, früher hast du das nicht gemacht. Genau, früher konnte man einfach essen. Und jetzt kann man nicht mehr einfach essen. Jetzt muss man zaubern und die Leute nerven dabei. Das ist wichtig. Aber ihr seht ja schon, was ich meine. Das sieht alles schön rot und feurig aus. Und dann nimmst du die Nudeln raus. Alles flatscht runter, alles spritzt rum, alles saut durch die Gegend. Und die Nudeln sind gefühlt halt einfach ohne Soße. Weil halt die ganze Soße, die ganze Brühe hier drin rumschwimmt. Und das mag ich nicht, sowas. So, wir stellen sie jetzt wieder hoch.
ihr seid jetzt hier bei mir, wir probieren jetzt und deswegen brauche ich unbedingt noch ein zweites Vit dann die Woche darauf, wo ich halt das Wasser einfach abgieße, dann die Soße, die Flakes, das Puder dran, dann ist das bestimmt richtig pervers, aber egal, wir probieren das jetzt. Wir probieren das jetzt, ich weiß gar nicht wie, so kann man das auch einfach rumdrehen, raus. Die Tipps aus der Community waren immer ein Stück Nudel essen und dann ein Stück von der Brühe trinken. Der ganze Tisch sieht aus, also es ist leicht scharf, es ist, gefühlt ist es mehr sauer als scharf. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr angenehme, milde Schärfe, aber dieser saure Geschmack ist ein bisschen da, beziehungsweise ist sehr präsent, aber ist auch angenehm. Geschmacklich, finde ich, ist das auf jeden Fall eine sehr leckere, gute Suppe, die ich auf jeden Fall auch öfters essen würde, wenn es nicht so teuer wäre, aber ich habe meine ganzen Päckchen jetzt schon verplant. Und das nächste, was dazu kommt, da ist zwar der Tipp da. Klar, wenn du die Nudeln gerade im Mund hast und trinkst ein bisschen Brühe hinterher, da ist nochmal der Geschmack schön präsent und richtig vorhanden, aber beim Trinken kommt immer eine Nudel an und will dir in den Hals mit rein und die ist ja so lang und das ist auch zum Trinken nicht unbedingt geeignet. Deswegen, ich brauche unbedingt den Test, wo ich mir das einfach so reinziehe, ohne dieses ganze Wasser. Aber ansonsten würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe noch nicht so viele Leute gesehen, die jetzt getestet haben. Bei mir liegt die jetzt aber auch schon wieder 2 Monate hier rum, dieses Päckchen. Aber die ist genial. Die letzte hier mit diesem Sweet, Sour, Spicy, irgendwas. Die anderen Rahmen da von Mao Mao, auch von Samyang Bulldog, die fand ich ja auch schon richtig gut. Die finde ich auch richtig gut. Also es geht wieder bergauf. Nachdem wir ein paar Stinger-Sorten hatten, kommen jetzt wieder die guten Geschmäcker rein. Das ist halt absolut gar nicht meine Welt, halt dieses Reinsaugen und Rumschmatzen und es spritzt überall rum. Und dann saugst du und schlürfst und dann fliegt dir aber was hinten in den Hals und dann erstickst du halb und musst husten und ist alles immer sehr kompliziert zu essen für mich. Und gerade wenn es um Schärfe geht und du atmest ein, warme Suppe, die scharf ist, du atmest ein, hast du immer irgendwie so einen Drang zu husten und dann hustest du mit dem vollen Mund Suppe und alles fliegt rum. Also kann mir vorstellen, für einen Silvio ist das bestimmt richtig genial, für einen Shinox, der mag ja gerne Suppen. Bin ich gespannt, wie die zubereitet, wenn ich ihr Päckchen gebe, ob die dann eine Suppe draus macht oder normal. Die hält sich auch meistens nicht so originalgetreu an die Anweisungen. Wir machen immer unser eigenes Ding. Aber als Suppe an sich ist das, glaube ich, die beste Suppe, die beste Ramen-Soup, die ich je hatte, kriegt von mir 10 von 10 Punkten. Wir haben ja auch The World's Hottest Ramen mal gehabt, die viel schärfer sind als alle Samyang zusammen.
Das hat gar nicht geschmeckt. Das war halt wirklich einfach brutal scharf. Geschmacklich, aber nicht unbedingt gut. Und das ist nicht so scharf, aber geschmacklich einfach wirklich die Bombe. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.